Mein Gewinn von der lieben Heike vom Kanal Basteleule ist gerade gekommen und ich freue mich mega. Ja, ich habe ja gewonnen und das war total genial. Also ich habe geschaut und wollte schon schreiben, herzlichen Glückwunsch der Gewinnerin. Und dann hieß es auf einmal, gewonnen hat Minemienchen. Ah, was habe ich mich gefreut. Ja, und das ist der Gewinn. Und hier hat sie natürlich erstmal eine schöne Schnuckeltüte eingepackt. Ja, sehr schön. Auch die liebe Heike denkt an meine Figur. Und hier ist Post. Dann will ich da jetzt mal reinschauen. Hoppala. Guckt mal, den Umschlag hat sie ja schön verziert. Hier mit so einem Puffy-Sticker. Und noch hier ein Weihnachtsmann. Und da schaue ich jetzt gerade mal rein. Ja, liebe Heike, danke schön. Dir wünsche ich natürlich auch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Und viel Freude mit meinem Gewinn habe ich bestimmt. Und so sieht die Karte aus. Ja, sehr schön. Okay, dann legen wir die mal dahin. Und ich glaube, ich nehme zuerst die Box. Die finde ich ja natürlich auch schon mal toll. Richtig cool. Ja, sehr schön. Und die mache ich jetzt mal auf. Und da ist er. Ei. Oh, da ist ja noch mehr drin. Okay. Zuerst natürlich mal hier den Schal. Wow. Wow. Schaut mal. Der ist ja richtig cool. Richtig, richtig cool. Die Farben finde ich total genial. Passt jetzt nur nicht zu meiner knallroten Winterjacke, aber das macht ja nichts. Ich ziehe mir den gerade mal um. Kratzen tut er auch nicht. Ja, geilo. Wahnsinn. Das ist gut, dass der nicht kratzt. Oh, der ist so schön kuschelig. Oh Gott, ihr Lieben, ihr. Oh, schade, dass ihr das nicht fühlen könnt. Der ist richtig, richtig schön. Und die Farben. Oh mein Gott. Toll, also liebe Heike, sehr schön, der gefällt mir schon mal richtig, richtig gut. So, ich zeige ihn euch nochmal. Und von der anderen Seite ist die Farbe dann dunkler. Genial. Vielen, vielen Dank, also ich liebe ihn. Ah, schön, sehr schön. Ah, ich freue mich total, echt. Und der ist wirklich ganz kuschelig und er kratzt nicht. Okay, dann schauen wir mal, was hier noch drin ist. Ui, was hat sie denn da noch? Einmal einen Tischkalender mit einem Frosch. Das ist ja mal cool. Und das ist wie eine Rockercard. Das ist ja eine coole Idee. Das ist ja mal cool. Schaut mal. Sehr schön. Gefällt mir auch sehr gut. Total genial. Das ist ja richtig süß. Wow. Und was haben wir noch? Oh, Heike, Heike, was hast du denn da alles eingepackt? Oh, ein Notizblock. Schaut euch das mal an mit den vielen Eulen. Total süß. Also es ist ein ganz einfacher Notizblock. Aber das ist richtig süß hier. Ich mag ja Eulen auch. Ich liebe Eulen. Und Notizblöcke brauchen wir auch immer. Ja, schöne Idee. Dankeschön. Und da ist noch...
Gott, was ist denn da alles drin? Ein Häkelblümchen. Das ist auch total süß. Schaut. Oh, süß. Sehr schön. Und ein Schlüsselanhänger mit einem Schutzengelchen in grün. Und grün mag ich ja auch total gerne. Ja, also bis jetzt ist ja hier wirklich alles nach meinem Geschmack. Der ist auch süß, ne? Cool. Und? Da ist noch was. Was ist denn da? Okay. Da hat sie mir noch ein Beutel eingepackt von Penny. We love recycling. Diese Tüte war mal 3 Plastikflaschen. Schaut euch das mal an. Ja, sehr cool. Das finde ich auch gut. Die hat hier diese Griffe und zum Umhängen. Die finde ich ja auch mal richtig mega. Bei uns, doch, es gibt auch ein Penny bei uns, aber da müsste ich auch ein bisschen fahren. Deswegen gehe ich da so gut wie nie einkaufen. Und das kommt dann sofort in mein Auto zu meinem Chor. Ja, sehr schön. Und schaut euch die Box an. Die hat sie auch selbst beklebt. Und wie akkurat. Also super. Total genial. Also richtig cool. Sehr cool. Danke, 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 danke. Das passt gar nicht alles auf den Schreibtisch. Ne? Ja, als ob das noch nicht genug wäre, ist hier noch was. Heike, Heike, du bist doch verrückt. Das sind schon so tolle Sachen. Okay, aber ich freue mich ja trotzdem, ne? Echt gespannt, was da drin ist. Na? Ich habe gewonnen. Wie schön. Ich kann mich da immer noch nicht einkriegen. Ich freue mich da immer wie so ein kleines Kind. Ja, ich wollte ja schon mal reinluschern, aber geht noch nicht. Oh, 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 was hast du denn da noch alles eingepackt? Ah, oh, hier hat sie ganz viele, die sind bestimmt hier aus der Tüte rausgefallen, solche, ja, Crackle-Perlen steht da drauf. Schaut mal, und in rosa, total süß. Von Hobby Fun. Die sind bestimmt aus dem Tütchen rausgefallen. Ja, sehr schön. Die gefallen mir auch total gut. Ja, hier sind sie rausgefallen. Dann stecke ich die mal wieder da rein. Wenn es denn geht. Ups. Die sind wirklich ganz toll. Ich zeige es euch nochmal. Cool. Ja, die gefallen mir richtig gut. Und dann hat sie hier noch Sticker mit einem Hund und einem Nilpferd. Das ist ja mal richtig lustig hier, das Nilpferd in der Wanne. Ja, sehr cool. Nili und Bautzi. Mhm, okay, sehr cool. Die sind ja auch mal absolut lustig. Die Smileys, die glitzern richtig schön. Und ein lachendes Gesicht. Das ist ja immer gut, ne?
Ja, die sind auch witzig. Cool. Dann haben wir hier nochmal Sticker mit Wichteln. Die sind jetzt nicht so ganz meins, aber da findet sich bestimmt trotzdem Verwendung. Und den finde ich ja schon mal ganz witzig hier mit dem Pilz. Ja, fein. Och Gott, Heike, so viele Sachen. Oh, die sind ja cool. Schaut mal, das Gespenst. Die sind ja mal cool. Die sind richtig toll. Ja. Ja. Die kann man sehr schön dann für Halloween verwenden, ne? Und dann hat sie hier noch Mäuschen. Die, nee, haben jetzt keinen, steht nur lustige Mäuschen drauf. Oh, das finde ich putzig hier, das Mäuschen. Und hier steht Emmy. Dann heißt die Maus Emmy. Okay. Ach, und hier noch Bärchen. Ach, die sind aber herzallerliebst. Schaut mal. Ach, sind die süß. Die sind ja süß. Und das ist, sind Berufe. Hier haben wir einen Feuerwehrmann. Also ein Feuerwehrbär und ein Doktorbär. Das ist bestimmt ein Polizist. Was haben wir dann noch? Ein Astronaut. Das hier ist bestimmt ein Lehrer. Und haben wir da noch was? Und ein Handwerker. Die sind ja wirklich allerliebst. Hier die Bärchen, putzig. Die sind schön. Danke, danke, danke. Und dann haben wir hier noch von Folia ein Sternset. Ähm, 20x20 und mit Bastelanleitung. Und das ergibt dann einen Stern. Ich mach's mal auf. Hoppala. Und hol's mal raus. Ups. Da ist die Anleitung. Und da ist das Papier. Ja, das habe ich noch gar nicht gemacht. Das ist von der einen Seite gelb und von der anderen ist es orange. Und das ist sehr dünn. Und sowas habe ich auch noch nicht gemacht. Das ist ja schon mal cool, weil das werde ich dann auch wirklich mal austesten. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Aber bestimmt. Ja, also ich muss sagen, ein wunderschöner Gewinn. Und der Schal ist der absolute Knaller. Also ich liebe ihn jetzt schon echt. Und den werde ich heute Abend, wenn ich mit der Luna raus muss, also beziehungsweise am späten Nachmittag, werde ich den auch gleich anziehen. Auch wenn er nicht zur knallroten Jacke passt, aber das macht nichts. Weil bei uns ist nämlich ein eisiger Wind. Und da werde ich ihn schon ausführen heute Abend. Ja, da werde ich ihn ausführen. Und dann werde ich dir berichten, ob er warm gehalten hat. Aber ich glaube schon, also der ist sehr warm. Ich habe es ja schon gemerkt. Der ist warm und schön kuschelig. Ja, ja, liebe Heike, vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr über deinen Gewinn. Also es sind wirklich ganz tolle Sachen und ich habe mich auch so mega gefreut, dass ich gewonnen habe. Ihr haltet mich bestimmt jetzt für verrückt. Okay, alles klar. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Und dann könnt ihr mir ja sehr gerne einen Daumen nach oben geben und auch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ihr wisst ja, dass ich das immer schön finde, wenn ihr Kommentare schreibt. Und ja, wer mich noch nicht abonniert hat, kann das jetzt sehr gerne tun. Ich würde mich total darüber freuen und dann vergesst nicht, das Glöckchen einzustellen, damit ihr auch kein Video mehr von mir verpasst. Und allen anderen drücke ich noch weiterhin die Daumen für mein Gewinnspiel und ich wünsche natürlich allen
Eine wunderschöne und kreative Zeit und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Tschüssi, ihr Lieben, euer Mieneminchen.